Liebe Leute, ich befinde mich gerade im Schnitt und da ist mir aufgefallen, dass ich mich gar nicht bedankt habe. Und zwar 100 Abonnenten. 100 Leute folgen diesem Kanal. Also krass, wirklich. Ich habe mich ultra gefreut und bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Ich habe mega Bock. Es ist ein schönes Hobby, mal was anderes. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die abonniert haben und alle, die noch abonnieren werden. Und jetzt viel Spaß beim Video. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mal aus einem anderen Wald und mit einer Kamerafrau. Denn heute geht es um die tollen 3 Monate Post-OP. Genau heute, am 7. November, ist es 3 Monate jetzt her, seit ich meine erste HT hatte in Istanbul. Aber da ich euch kenne, wisst ihr das ja schon bereits. Und wenn nicht, hier sind nochmal meine Videos eingeblendet, wo ihr dann gerne nochmal nachschauen könnt. Und zwar, worum soll es heute gehen? Es geht um Folgendes. Erstmal eine kleine Entschuldigung, weil in meinem letzten Video habe ich die falsche Instagram-Seite eingeblendet. Ich habe meine private und inaktive Seite eingeblendet, die nicht mehr benutzt wird und die ich auch eher für private Sachen benutze. Ich habe aber extra eine YouTube-Instagram-Seite gemacht, die total inaktiv noch ist, aber genau, die blende ich euch auf jeden Fall hier ein. Da könnt ihr dann mal draufklicken und mir gerne folgen. Denn da kommen sowas wie Sport-Updates oder jetzt gerade auch in Corona-Zeit, wie mache ich Sport? Ihr wisst ja, ich habe es mal angesprochen, ich mache ein bisschen Calisthenics im Moment. Also wenn ihr euch dafür interessiert, gerne da vorbeischauen. Oder sowas wie heute, wenn ich dann sage, es kommt ein neues Video online, also so als würdet ihr abonnieren, habt ihr dann diese Funktion, dass ich euch einfach das per Instagram mitteile oder auch einfach, dass ihr hinter den Kulissen mal schaut. Ja, Kulissen, Wald, könnt ihr da gerne dahinter schauen, wie es so im Wald aussieht. Ja, und ein kleiner Ausblick kommt auch noch und zwar, wie geht's weiter mit meinem Kanal, was mache ich jetzt? Ich meine, es sind ja erst 3 Monate, aber das macht mir so Spaß mit YouTube, Videos schneiden, in Interaktion mit euch gelangen. Kommen. Perfektes Deutsch heute mal wieder. Diesen da beobachtet habe ich in eine lange Zeit. Habe ich mir überlegt, da das Thema Haartransplantation ja nach einem Jahr abgeschlossen ist, einfach mal so schleichend eine andere Richtung zu finden für mich. Ich interessiere mich halt super viel für Sport, Klavierspielen, pipapo. Da werdet ihr dann das wahrscheinlich auch merken, dass schleichend neuer Content dazu kommt, also mehr als vorher. So, für die 3 Monate Post-OP kann ich einmal jetzt von Weitem meinen Haarstatus zeigen. Wir werden gleich näher rankommen und filmen, aber nicht hier, denn wir sind auf einem Baumstamm und das ist mir dann doch zu gefährlich. Hast du? Ja, ja. So, ihr lieben Leute. Nee, jetzt. Okay. So, jetzt kommt noch eine schnelle Abmod. Und zwar hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Wie gesagt, hier ist mein Instagram-Link. Lasst gerne noch ein Abo da. Falls ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.